Freiburg ligt midden in de regio Saale-Unstrut, een van de meest noordelijke wijngebieden van Duitsland. En dat je hier van wijn kan genieten, laat deze local je maar al te graag zien. Hallo, mijn naam is Thorsten Generaal en ik leite hier das Weinhotel Freilichtzahn. Wein muss 24 Stunden lang verfügbar sein, so kann man mit seiner Zimmerkarte einen Wein zapfen. Man hat auf seinem Zimmer einen Kühlschrank mit 8 Flaschen Wein, alles natürlich aus der Region. Und so dreht sich von morgens bis abends in unserem Weinhotel alles rund um Wein. Dazu noch ein tolles Design und eine Wohlfühlatmosphäre. Und ja, so konnten wir ein sehr schönes Boutique-Hotel mit dem Thema Wein hier in Freiburg etablieren. Der Breitengrad 51 ist der letzte, nördlich gesehen, wo professioneller Weinbau existiert. Und der 51. Breitengrad geht natürlich mit viel Fantasie mitten durch unser Restaurant. Die Region Saale-Unstrut hat eine Tradition von über 1000 Jahre Weinbau. Ich würde mich freuen, wenn die Besucher sich Freiburg ganz vornehmen, in der Stadt unten bleiben, auf den Berg gehen zur Burg, Rotkäppchen entdecken, ganz viel Wein probieren und es trotzdem schaffen, aus Freiburg auch einen Meter hinauszugehen, weil ganz viele Winzer auch am Rande von Freiburg oder auch Richtung Naumburg unterwegs sind. Und das macht am meisten Spaß, wenn man versucht, Freiburg und seine Umgebung kennenzulernen. Ich glaube, man hat wahnsinnig tolle Ausblicke auch über Freiburg und die Region hinaus. Und das entdeckt man am besten, wenn man sein Fahrrad mitnimmt und zu Fuß geht und sein Auto am besten stehen lässt. Und dann bleiben einem eigentlich keine Geheimnisse vorenthalten. Der schönste Platz in dieser Stadt ist für mich der Marktplatz, weil er sehr klein und niedlich ist und weil er zeigt, dass Geselligkeit auch in Freiburg ganz viel Platz hat. Man kann draußen sitzen, man kann bei uns Wein kaufen und bei uns Wein trinken. Ist ja ein schöner Platz. Freiburg ist die Weinhauptstadt und einer der spannendsten Orte, die wir in dieser Region rund um Wein und Weinerlebnis haben.